Ja? Wegen der Wendingsache im Riga-Bericht, der Regiobank. Ja? Bist du da dran gesessen? Woran? Am Abschlussbericht, der rausgegangen ist. Nicht ich allein. Der Wolfi und die Mira und der Oberrat haben... Aber du kennst dich aus. Ja. Hast du den Artikel im kritischen Wirtschaftsforum gestern gelesen? Ja. Denkst du dir was? Nein. Mir ist da was unklar. Ich habe heute ein Clearing mit denen vom Wending um 18 Uhr. Die wollten das, aber weil ich nicht am Bericht dran gesessen bin, brauche ich ein kurzes Update von einem von euch. Hast du kurz Zeit? Ja. Mir ist in eurem Bericht unklar, wieso die Finanzaufsicht zitiert wird. Es geht nicht anders. Darauf hängen Sie sich auf. Wer? Die Zeitungen. Eine Zeitung. Heute sind noch drei ähnliche Artikel rausgekommen, in mehreren großen Journalen. Die Finanzaufsicht hat bei der Regiobank doch jahrelang nie interveniert. Das steht im Bericht. Warum schreibt sie hier extra rein, dass sie nicht interveniert hat? Das ist doch unnötig. Als Argument, um zu betonen, dass alles stabil ist, risikolos. Warum? Das ist, als wenn man sagt, keine Angst, wir haben alles desinfiziert. Ist ja sinnlos, da denkt ja jeder, aha, wenn das desinfiziert wird, war es ja wohl davor kontaminiert. Naja. Kapiert ihr nicht, dass gerade ein Untersuchungsausschuss läuft? Egal, jedenfalls, wir haben immer nur solide Rankings ausgegeben. Ja. Und bei der Regio, genauso wie bei der Regio International, da haben die vom Ministerium, von der Finanzmarktaufsicht und von der Nationalbank immer positiv... Alles pico bello positiv. Wie zum Bericht, die Regio Real wurde bislang nie kritisiert. Keine Sanktionen. Aber die Devisenterminengeschäfte, da wissen wir, dass schon alle wissen, dass die nicht ordnungsgemäß verbucht wurden. Das steht im Bericht. Nicht so. Sondern? Die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Vorstands stehen drin. Dass es aber keine Gründe dafür gibt. Nichts weiter? Nein, nichts weiter. Warum gibt es dann heute drei weitere Zeitungsartikel über genau die Frage, warum und wie nicht verbucht wurde und dass schon ein Abberufungsverfahren läuft? Das habt ihr nicht geschrieben? Nein, es gibt ein Abberufungsverfahren? Gegen wen? Hast du dir heute schon mal die Kurse angeschaut? Wenn ihr das sowas wie die Finanzmarktaufsicht hineinnehmt in den Bericht, das ist... Wir haben es nur negiert. Der Bericht war für Interne, für die Anleger, für die... Negieren ist lancieren. Man schreibt nichts rein. Man schreibt nichts rein in so einem Fall. Und ich möchte von euch bis heute um 17.30 Uhr wissen, wie der Bericht an die Medien gelangt ist. Oder weißt du was? Du kannst gleich selbst um 18 Uhr mitkommen und alles beim Clearing erklären. Das ganze Management kommt. Schaut, ich denke, mein Leben ist langweilig. Sie war ja ordentlich sauer auf dich. Ich will keine Probleme mit niemandem. Lena, das heißt erst ein Retourgang für dich.